Hallo und herzlich willkommen bei Intras Bastloase. Heute habe ich eine kleine Verpackungsidee für euch. Und zwar so ein Schächtelchen mit den Mohnblüten drauf gestempelt. Und drin ist farblich passend dazu das, so ein Aromasprudelbad, das hier oben eben auch diese schönen Mohnblüten hat. Und das passt natürlich wie gemacht zu unseren neuen Stempelsets, die Painted Poppies, die ja eben komplett aus diesen Mohnblüten bestehen. Und ich habe eben hier dieses Stempelmotiv genommen mit den vielen kleinen Mohnblüten. Und ja, dieses Aromabad findet ihr entweder in einem Drogeriemarkt oder wer das eben bei sich zu Hause gar nicht findet, der kann das über mich bestellen als Zusatzprodukt zu einer Stampin'-Up-Bestellung. Schaut am besten mal auf meiner Homepage unter Produkte. Da könnt ihr das eben als Zusatzprodukt mit auswählen. Die Box an sich habe ich mit doppeltem Rand gearbeitet. Das hat den Vorteil, dass erstens hier die Kante schön abgerundet ist und die ganze Box eben auch ein bisschen stabiler macht. Die Klebelaschen werden dadurch verdeckt und so sieht das Ganze eben auch gleich ein bisschen hochwertiger noch aus. Das Sprudelbad ist ja auch ein bisschen schwer, deswegen ist eben die stabilere Box auch ganz praktisch. Das passt perfekt hier rein. Den Deckel habe ich so Eingriffsmulden ausgestanzt. Ansonsten ist er ein ganz normaler, einfacher Deckel. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe hier zwei Varianten ausprobiert. Einmal das Stempelmotiv als eben eigenständiges Motiv einfach in die Mitte gestempelt. Dadurch habe ich rechts und links eben noch so einen weißen Rand. Und bei der zweiten Variante habe ich das Stempelmotiv eben einmal links ein bisschen über den Rand schauen lassen und einmal rechts über den Rand und so eben zwei Motive aneinander gestempelt. Irgendwie bin ich mir nicht so schlüssig, was mir jetzt tatsächlich besser gefällt. Ich mache mit euch jetzt einfach mal die Variante und ja, ihr sucht euch einfach aus, was euch besser gefällt. So, wir fangen an mit der Box. Da brauchen wir ein Stückchen Farbkarton in Schwarz in den Maßen 14,8 x 17,7. Dann brauchen wir unseren Papierschneider und falzen das Ganze. Und zwar rundherum, also auf allen vier Seiten, einmal bei 1,7. Das kann ich mir eben hier rechts anlegen. Bei 1,7 und dann mit der Falzklinge falzen. Und dann einfach weiterschieben, hier bis zur 3,5. Wir haben hier rechts noch einen richtig schönen, großen Bereich, wo wir es anlegen können. Und falzen es jetzt bei 3,5. Und das eben auf allen vier Seiten. Dann wird das Ganze eingeschnitten und zwar fange ich mit diesen langen Seitenlaschen an, dass ich mir die jetzt einmal gerade nach unten abschneide, also die bis zur zweiten Falzlinie dann und mir dann die Klebelasche abschräg, also die das kleine Quadrat hier in der Mitte ist meine Klebelasche, die schräge ich rechts und links ab. Die restlichen drei kleinen Quadrate hier können weg. Und von diesen kurzen Seitenteilen, da mache ich mir die äußere Lasche, das ist ja die, die nachher nach innen geklappt wird, die muss ich mir jetzt rechts und links um etwa einen Millimeter kürzen. Warum, zeige ich euch dann nachher beim Zusammenkleben und genauso jetzt eben auf der anderen Seite. Also hier an der langen Seitenlasche schneide ich gerade nach unten, schräge mir dann hier meine kleine Klebelasche rechts und links ab, kürze mir die auch auf die, also an der Falzlinie und mache jetzt wieder hier die kurze äußere Lasche um 1 mm etwa kürzer. Also ich schneide links neben der Falz runter und schneide mir hier die Reststücke raus und identisch auf der anderen Seite.
So, das Ganze sieht jetzt eben so aus. Hier diese beiden kurzen Seitenteile sind die äußeren Laschen oben und unten um 1 mm gekürzt. Und ansonsten eben alles so eingeschnitten. Jetzt werden einmal die kompletten Falzlinien nachgefalzt mit dem Falzbein. Und die äußeren Laschen, die kann ich mir auch noch in die andere Richtung knicken. Dann habe ich es gleich einfacher beim Zusammenkleben. So. Die äußeren Laschen, die ich nachher nach innen klebe, die werde ich jetzt mit doppelseitigem Klebeband versehen. Das macht das Reinkleben dann ein bisschen leichter, einfach wie wenn ich hier jetzt auch Flüssigkleber verwenden würde. Ich klebe mir die jeweils an den äußeren Rand. So. Und dann werde ich jetzt einfach an den 4 Klebelaschen die Box zusammenkleben. Und dann beginne ich eben mit den beiden langen Seiten. Also ganz wichtig jetzt mit den Seiten, wo ich die äußeren Laschen nicht um 1 mm gekürzt habe. Und knicke mir die jetzt einmal nach innen rein und drücke sie schön fest. Und dann die zweite lange Seite. Somit habe ich jetzt eben hier die Klebelaschen schön verdeckt. Und jetzt kommen die beiden gekürzten Seiten. Dadurch, dass wir da jetzt rechts und links ja die Klebelaschen schon, oder die Seitenteile schon drin haben, ist ja der Innenbereich jetzt ein bisschen verkürzt. Deswegen mussten wir uns die Seiten hier rechts und links um 1 mm kürzen, dass es jetzt noch schön reinpasst. Wenn wir das eben nicht gemacht hätten, dann würde es jetzt hier einfach nicht mehr reinpassen, dadurch, dass ja die schon nach innen geklebt wurden. Deswegen eben immer bei so doppelten Rändern darauf achten, dass man eben zwei gegenüberliegende Seiten sich dann ein bisschen vorher einkürzt. So, so passt es jetzt eben perfekt rein. Und ja, mit dem doppelseitigen Klebeband ist das eben eine schnelle und einfache Sache, dass da quillt jetzt nichts raus beim Festkleben und ja, es hält perfekt. So, damit ist die Box an sich schon fertig. Hier passt jetzt eben unser Sprudelbad perfekt rein und jetzt geht es an den Deckel. Für den Deckel brauchen wir ein Stückchen Farbkarton, auch in Schwarz, in den Maßen 11,6 x 14,5. Und auch der Deckel wird rundherum gefalzt, und zwar bei 1,8. So, den Deckel, auch hier schneide ich mir die Klebelaschen ein. Und zwar schräge ich mir die auch wieder rechts und links ein bisschen ab. Und dann arbeite ich beim Deckel immer im Windmühlenprinzip. Also ich lege es vor mich hin, nehme immer die Ecke rechts unten, drehe es um 45 Grad und nehme wieder die Ecke rechts unten. Und somit stelle ich eben sicher, dass ich auf jeder Seite dann nur eine Klebelasche habe, sodass der Deckel eben auf überall gleich fest sitzt. Und wenn ich jetzt die Klebelaschen zum Beispiel nur auf die langen Seiten machen würde, dann verengt sich das ja nur auf dieser einen Seite, dann sitzt er da zu fest und so rum ist er noch zu locker. Deswegen achte ich beim Deckel eben immer drauf, dass an jeder Seite eine Klebelasche geklebt ist, sodass der
von allen Seiten sich eben ein bisschen verengt und nicht von einer Seite mehr. So. So sieht der Deckel aus. Auch hier einfach mal alle Falzlinien nachfalzen mit dem Falzbein. So, und bevor wir zusammenkleben, können wir aber schon mal die Mattung draufkleben. Das ist einmal in Blutorange in den Maßen 7,1 x 10. Die kann ich mir schon aufkleben. Auch hier arbeite ich gern mit Flüssigkleber. Das hat den Vorteil, dass ich das noch mal ein paar Sekunden lang verschieben kann und das dann eben schön hier mittig einpassen kann. So kann ich mir das eben schön hinschieben, bis ich perfekt in der Mitte bin und es dann festdrücken. Die zweite Mattung ist in Flüsterweiß in den Maßen 6,6 x 9,5 und die wollen wir uns jetzt aber erst bestempeln. Dann nehme ich ein Stückchen Schmierpapier und dann brauchen wir unseren Stempel. Den habe ich mir hier schon auf den Block gezogen und dann einmal das Memento Stempelkissen. Dann färbe ich mir einmal den Stempel ein und fange jetzt eben an, dass ich so ungefähr mit einem Zentimeter Abstand zum unteren Rand einmal das Motiv aufstempel und zwar so, dass es eben links ein bisschen übersteht. Dann färbe ich mir den Stempel nochmal ein. Und setze jetzt mein zweites Motiv eben exakt daneben und dass es eben rechts übersteht. So. Geht es schon ans Ausmalen vom Motiv. Ich habe mir das Motiv jetzt so, ja, so, ich soll mal sagen, so unschön angemalt, so dass es, ja, ich finde, es macht so einen künstlerischen Eindruck eben, wenn man es so, wie soll ich es nennen, Larifari anmalt. Also das ist Absicht und genauso möchten wir es jetzt auch wieder machen. Also ich male die Blüten eben gerade so ganz schnell ein bisschen an. Ich verwende übrigens den Stampin' Blend in Dunkelblutorange, passend eben zu der Mattung, die ich verwendet habe. So, und so sind die Blüten schon fertig ausgemalt. Das kann jetzt wirklich jeder, also da muss man überhaupt nicht malen können. Das sieht eben auch so hingeschmiert eigentlich schon super aus. Jetzt nehme ich den Blend in Olivgrün, das helle Olivgrün, und mache jetzt da so ein bisschen Wiese hin, auch das einfach gerade so hingeschmiert. Mit dem dunkleren mache ich jetzt noch so ein paar Grashalme rein. Und gehe dann mit dem Hell noch mal ein bisschen drüber. So. Und damit ist mein Stempelmotiv fertig koloriert. Das Ganze kann ich mir jetzt hier aufkleben. Bevor ich jetzt den Deckel zusammenklebe, muss ich mir noch die Eingriffsmulden hier ausstanzen. Und zwar markiere ich mir einmal an den langen Seiten die Mitte. Die haben eine Länge von 10,8, dann ist die Mitte bei 5,4. Da
Einmal einfach so einen Strich hin. Nehmen wir dann die 3/4 Inch Kreisstanze und ja, schau jetzt eben, dass der Strich hier ungefähr in der Mitte ist und stanzt dann so etwa einen Halbkreis aus. Und das eben auf beiden Seiten. So, und dann kann ich den Deckel zusammenkleben. So, und der sollte jetzt eben perfekt auf unsere Box passen. So, jetzt geht es nur noch an die Deko. Wir haben jetzt die Variante gebastelt. Ich habe aus den Stanzformen bezaubernde Etiketten. Die sind ja im Produktpaket mit den Painted Poppies erhältlich. Und da ist hier dieses Deko-Element. Das hatte ich mir einmal in Schwarz ausgestanzt. Und dann habe ich noch einen Spruch genommen. Vielen Dank. Man kann jetzt auch herzlichen Glückwunsch nehmen, je nachdem, zu welchem Anlass man es eben verschenken möchte. Ich habe mich jetzt eben für Vielen Dank entschieden. Und zwar habe ich da aus dem Stempelset Grazil geflochten eben hier den Spruch genommen und stempel mir den jetzt einmal auch in Schwarz auf ein Stückchen Flüsterweiß. Ich stempel den jetzt einfach mitten rein. Ach, war jetzt ein bisschen zu viel hier drauf gedrückt. So. Und schneide mir den jetzt von Hand aus. Und zwar eben einfach so gerade hier unten entlang schneiden. So. Und dann lasse ich rechts und links ein bisschen überstehen und schräg mir das so ab. So. Und das Element, das klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber. Also ich mache jetzt hier nur auf den dickeren Steg hier so ein bisschen Flüssigkleber drauf und klebe mir das dann einmal hier aufs Gras. So. Und den Spruch mit 2 Mini-Dimensionals dann oben drüber. Schaue jetzt einfach, dass ich so ungefähr mittig von diesem Zierelement hier bin und klebe mir den so drüber. Ich habe jetzt hier noch so eine kleine Blüte aufgebracht. Die ist in den Pailletten-Mondblütenzauber. Das sind ja hier so verschiedene Farben eben und auch runde Pailletten und eben diese Blüten. Und die klebe ich mir jetzt noch mit einem kleinen Klecks Tombow einfach hier auf den Spruch mit drauf. Kann man auch weglassen, je nachdem, was einem eben besser gefällt. Eben natürlich noch ein bisschen antrocknen. Und damit ist meine Verpackungsidee für heute fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und dann sehen wir uns beim nächsten Bastelvideo wieder. Bis dahin, tschüss! Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is
ideas one person can matter. Look what ideas can become. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und gerne auch einen Kommentar. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!